Der erste Redner des heutigen Nachmittags, den ich herzlich begrüßen möchte, ist Rektor Wojciech Szyszak, auch von der katholischen Universität, von der päpstlichen Universität Johannes Paul II. In Krakau. Ich habe hier nur eine polnische Biografie, insofern stottere ich etwas. Er ist katholischer Priester. Sie haben auch nur eine polnische, okay. Und Professor für spirituelle Theologie. Er hat verschiedenste Publikationen, die sich mit Themen spiritueller Theologie und mit Heiligen befassen. Zuerst über Padre Pio und dann vor allem auch über Edith Stein, so die Frau bei Edith Stein und als Schwester Teresa Benedicta vom Kreuz 2002. Dann auch eine Monographie über Schwester Faustina und dann noch einmal ein größeres Werk über die fundamentale Rolle des Glaubens im Leben und Wirken von Edith Stein. Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, hören Sie mich oder soll ich noch lauter? Also ich... Entschuldigen Sie mein Deutsch, und wenn man fremde Sprache sprechen muss, dann ist man nicht so mutig. Eigentlich habe ich 15 Minuten Zeit. Das ist nicht so schlimm, ich schaffe es. Mein Thema ist die Familie im Leben und Schriften der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz, Edith Stein. Und ja, wir wissen, Familie ist heutzutage ein Thema in der katholischen Kirche. Die Familie ist eine grundlegende... 12 Minuten. Die Familie ist eine grundlegende soziale Einheit, in der die Hauptbedeutung die Verhältnisse der ehelichen, elterlichen und formalen Bindungen tragen. Gerade in Hinsicht auf die Art dieser Bindungen sprechen wir zum Beispiel von einer normalen, unvollständigen, reorganisierten, desorganisierten oder Ersatzfamilie. Wie Heiliger Johannes Paul II. Lehrte, besteht die erste Aufgabe der Familie im treuen Erleben der Kommunionwirklichkeit durch ständige Wirkung zugunsten der Entwicklung von wahrer Personengemeinschaft. Das wäre nicht ohne die geistige Dimension möglich, denn Gott ist die Quelle der Liebe, die eine unentbehrliche Grundlage der Ehe und Familie bedeutet. Die Eheleute in Personenkommunion verbunden bilden ein vollkommenes Abbild Gottes, der dreieinig ist, und durch das Sakrament wird ihre Liebe in diese Liebe eingepflanzt, die Christus mit der Kirche verbindet. Die oben genannten Voraussetzungen der katholischen Vorstellung einer Familie sollten ein Ausgangspunkt bei Forschungen über ihre Erfahrungen und Auffassung bei Edith Stein bilden. Auch bei ihr sind die Verhältnisse von zwischenpersönlichen Bindungen von fundamentaler Bedeutung. Man sollte sie zuerst aus der biografischen Perspektive präsentieren, demnach wird man besser die Ideen verstehen können, die in den Schriften der Heiligen enthalten sind. Die Familie von Edith Stein erscheint in der existenziellen Dimension als eine Mehrkinder- und Großfamilie durch starke emotionale Bindungen verbunden. Deswegen auch kommt eine besondere Bedeutung der Frage nach der Entwicklung der Berufung, von dem Wunsch nach dem Gründen einer natürlichen Familie bis zum Eintreten in die Gemeinschaft der Ordensfamilie zu. Aufgrund der persönlichen Erfahrungen der heiligen Karmelitin wird es einfacher, ihre Anschauungen zur Natur der Ehe und Familie und ihre fundamentalen Aufgaben präsentieren.
Der erste Punkt ist die Familie im Leben von Edith Stein, also ein existenzieller Aspekt. Und den ersten Punkt lasse ich einfach, weil wir die Geschichte der Familie von Edith Stein sehr gut kennen. Ich gehe gleich zum zweiten Punkt über. Und der zweite Punkt ist die Auffassung der Ehe und Familie. Die Ehe bedeutete für Edith Stein die Grundlage der Familie. Die Ehe, das heißt die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau. Im Gegensatz zu den feministischen Tendenzen betonte die Heilige die Geschlechtsunterschiede, die sowohl den Körper als auch die Seele betreffen. Sie meinte, der Frau entspreche eher die Einheit der ganzen körperlich-geistigen Struktur und eine harmonische Entwicklung. Dem Mann dagegen die Verstärkung der einzelnen Kräfte bis zum Erreichen der höchsten Leistungen. Edith sah diese dem Menschen gegenüber und aufgegebenen, den Menschen gegebenen und aufgegebenen Unterschiede im Buch Genesis. Dort werden der Mann und die Frau dazu berufen, die Erde zu beherrschen, das heißt, ihre Dinge zu erkennen, sich ihr erfreuen und sie schöpferisch zu verwandeln. Dies bedeutet die grundsätzliche Aufgabe des Mannes, an dessen Seite die Frau als Gefährtin steht. Der Mann und die Frau werden dazu berufen, den Nachwuchs zu erzeugen und zu erziehen. Da die Frau körperlich und geistig stärker mit dem Kind verbunden ist, erkennt sie darin ihre Hauptaufgabe. An ihrer Seite steht der Mann als eine Hilfe und Schutz. Der Mann und die Frau sollen schließlich das Abbild Gottes sein. Auch diese Aufgabe sollten sie auf eine spezifische Weise erfüllen. Die Frau verwirklicht diese Berufung durch eine harmonische Entwicklung der Kräfte und der Mann durch stärkere Entwicklung der einzelnen, in ihm steckenden Möglichkeiten. Das alles sollte sowohl im Kontext der gemeinsamen menschlichen Natur als auch im Kontext der individuellen Prädisposition jedes Individuums betrachtet werden. In einer eigenartigen theologischen Vorstellung des Menschen präsentiert sie den Mann und die Frau aus der Perspektive der Heilsgeschichte. Sie betont die ursprüngliche Einheit der beiden, Freiheit von der Sünde, Bewahren von Leiden, Tod und Gier und das Hervorheben zur Würde des Kindes Gottes. Die Unterschiede äußern sich darin, dass von Anfang an die Frau als Gefährtin des Mannes und Mutter berufen wird. Das bedeutet, dass ihr besonderes Glück in der Teilnahme am Leben des anderen Menschen besteht, währenddessen den Mann seine Angelegenheiten in Anspruch nehmen. Gemeinsam sollten die zwei ein Fleisch sein. Edith meint, dass die Beziehung der Frau zum Mann nach den Plänen des Schöpfers nicht nur körperlich sein konnte. Die Frau sollte eine Hilfe für den Mann bedeuten. Gott hat sie als geistige, persönliche Wesen geschaffen, die zur Einheit in gegenseitiger Liebe berufen wurden. Gott hat die Frau als ähnlich, aber doch verschieden geschaffen, damit sie den Geist und das Leib des Mannes ergänzen konnte. Jedoch aufgrund der Erbsünde der ersten Menschen kam es zu der Störung der Beziehung zu Gott, zum Menschen, Nachwuchs, ganzer Schöpfung und sogar zu sich selbst. Erst das Reich Gottes von Christus gebracht, schuf eine Neuordnung in der Beziehung der Geschlechter durch die Ablehnung dessen, was Folge der Sünde war, und durch erneuerte Einführung der ursprünglichen Ordnung.
Neben der Betonung der Unauflöslichkeit der Ehe förderte Christus auch das Ideal der Jungfräulichkeit ein. Als Krönung der Lehre von Edith Stein über die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau gilt der vom heiligen Paulus entnommene Vergleich dieser Bindung mit der Beziehung von Christus und der Kirche. In der synthetischen Auffassung stellt Edith die Lehre der Bibel zum Thema der Beziehung zwischen Mann und Frau dar. Sie meint, dass beide unterschiedliche Berufungen haben, sowohl nach der ursprünglichen Ordnung als auch im Zustand der gefallenen Natur und der Erlösung. Ursprünglich wurde beiden das Behüten des eigenen Ebenbildes Gottes, die Beherrschung der Erde, wie ich schon gesagt habe, und das Zeugen des Nachwuchses anvertraut. Nach dem Fall wird das gegenseitige Verhältnis der reinen Liebesgemeinschaft durch die Gier gestört und es verwandelt sich in eine Herrschaft. Der Mann wird zum schweren Kampf ums Dasein verurteilt und die Frau zum Mühsal der Geburt. Das Heilsversprechen beruht darauf, dass der Frau der Kampf mit dem Bösen anvertraut wurde und der Mann findet die Vervollkommnung im zukünftigen Menschensohn. Die Erlösung hat zum Ziel das Wiederherstellen der ursprünglichen Ordnung. Der Vorzug des Mannes wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass der Erlöser in der Gestalt eines Mannes zur Welt kommt. Das weibliche Geschlecht wird auf diese Weise geehrt, dass der Erlöser von einer menschlichen Mutter geboren wird, die ein Übergangstor von Gott zum menschlichen Geschlecht bildet. Ähnlich wie Adam, o Muster des Menschen, der auf den zukünftigen göttlich-menschlichen König der Geschöpfe deutete, so sollte auch jeder Mann im Reich Gottes in der ehelichen Gemeinschaft die liebliche Sorge Christi und die Kirche abbilden. Die Frau dagegen sollte in einer freien und voller Liebe Ergebung im Mann das Abbild Christi ehren und selbst zum Abbild von Mutter Gottes, also auch zum Abbild Christi werden. Edith Stein baute ihre Ehevorstellung auf Grundlage der Bibel und vor der Bekehrung wich sie nicht grundsätzlich von den Ideen, die sie später im Christentum fand, ab. Auch in ihrer jüdischen Familie bildete die Unauflöslichkeit der Ehe einen wesentlichen Wert. Mittlerweile konnte man in der Gesellschaft weitgehende Veränderungen feststellen. Edith bemerkte unter der Jugend die Verkündung des Reiches, des Rechts auf freien Geschlechtsverkehr. Es hatte zur Folge offene Beziehungen, die als Ergebnis einer Ablehnung der traditionellen Moral galten. Wiederum diese Personen, die weiter die Ehe als ein Heiligtum betrachtet haben, strebten bewusst nach Familiengründung. Eine wirksame Antwort auf die neuen kulturellen Strömungen sei die Heilige in der katholischen Vorstellung der Ehe als ein Sakrament, dessen Ziel das Erzeugen und die Erziehung des Nachwuchses sei. Da die allgegenwärtige Diskussion über die Sexualität, Psychologie, Pädagogik und sogar Pathologie die Erziehungspraxis durchdringt, sollten nach Edith die neuen Auffassungen mit der katholischen Anschauung konfrontiert werden. Es ging ihr um eine ernste und tiefe Diskussion darüber, was von den damaligen Tendenzen sich mit dem katholischen Glauben und Moral vereinbaren lässt.
Edith sah auch eine wichtige Aufgabe in der Bildung einer gründlichen, wirklich katholischen Theorie der Sexualität und Ehe. An erster Stelle, meinte die Heilige, sei die Ehe nicht nur eine natürliche menschliche Beziehung, dank der sich das menschliche Geschlecht entwickelt, aber vor allem ein Sakrament. Die Sakramente enthalten die Gnade und sie wird denjenigen erteilt, die sie würdig annehmen. Die ersten fünf Sakramente, sagt Edith Stein, dienen der geistigen Vervollkommnung jedes Menschen als solchen. Die beiden letzten dienen zum Leiten und Vergrößern der ganzen Kirche. Sie werden demnach durch die Taufe geistig neu geboren. Nach der Firmung steigt die Gnade und befestigt sich der Glaube. Die Eucharistie nährt uns. Und wenn wir der Sünde verfallen, werden wir durch die Sühne geistig geheilt. Die Salbung heilt unsere Seele und falls es ihr dient, auch unseren Körper. Durch das Priestertum wird die Kirche geleitet und geistig entwickelt, währenddessen vermehrt die Ehe sie leiblich. Die Heilige sah in der sakramentalen Ehe ein Symbol der Vereinigung von Christus in der Kirche. Sie erwähnt gemäß den damaligen Enzykliken dreierlei Vorteile der Ehe, das heißt den Nachwuchs, die Treue und die Unauflöslichkeit, Fides Pores Sacramentum. Diese ewig geltende Unauflöslichkeit drückte Adam aus, indem er sagte, dass Eva das Bein von seinem Bein und das Fleisch von seinem Fleisch sei. Deswegen verlässt der Mann seinen Vater und seine Mutter und die zwei werden ein Fleisch sein. Christus betonte diese Einheit, indem er sagte, dass was Gott verbunden habe, das dürfe der Mensch nicht trennen. Die Gnade, die zur Vervollkommnung der natürlichen Liebe und Befestigung der unauflösbaren Einheit dient, diente Christus den Ehegatten durch sein Leiden. Dies betonte der heilige Paulus, indem er empfiehlt, damit die Männer seine Frauen wie Christus seine Kirche, für er sich hingegeben hat, lieben. Die Ehe bedeutet demnach eine übernatürliche Beziehung, die den Ehegatten die Gnade, besonders die Gnade der Treue, erteilt. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist so stark, dass sogar ein Verrat die Auflösung dieser Bindung nicht verursacht. Edith erinnert daran, dass als Form dieses Sakraments die Zustimmung der Ehepartner gilt. Dank diesem Sakrament erhalten die Eltern eine spezifische, übernatürliche Ausstattung, die sie befähigt, die erhabene Berufung der Erzeugung und Erziehung des Nachwuchses zu verwirklichen. Wenn ein Kind zur Welt kommt, wird die Ehe zu einer Familie. Die Zusammenarbeit der Eltern mit Gott beginnt in der Erzeugung und besteht weiter in der Erziehung, die auch die menschliche Natur der Eltern selbst vervollkommnet. Indem sich die Heilige mit der sozialen Natur des Menschen beschäftigte, erwähnte sie die familiären, freundschaftlichen, geschlechtlichen, nationalen und religiösen Gemeinschaften. Die menschliche Existenz als Individuum und zugleich als Gemeinschaftsmitglied begründete Edith durch die Erschaffung des Menschen als Gottes Abbild in der heiligen Dreifaltigkeit. Demnach entdeckte sie überall diese eigenartige Dreifaltigkeit.
Als Beispiel im sozialen Ausmaß erwähnte sie die Dreifaltigkeit der Familie, des Geschlechts und der Rasse. Am wichtigsten sind jedoch ihre Betrachtungen über den vorbildlichen Charakter der heiligen Dreifaltigkeit für die Familie selbst. Zuerst erinnert Edith Stein daran, dass sowohl der heilige Augustin als auch der heilige Thomas von Aquin die Suche nach dem Abbild Gottes in der Personenmenge ablehnten. Deswegen bedeutet zum Beispiel für sie die Dreifaltigkeit des Mannes, der Frau und des Kindes keine direkte Abbildung des innergöttlichen Lebens. Sie betrachteten nämlich die Erzeugung als einen körperlichen Akt. Währenddessen konnte laut der Heiligen in diesem Akt das Abbild der heiligen Dreifaltigkeit gesehen werden, unter der Bedingung, dass man ihn als einen freien geistigen Akt der Hingabe betrachtet. Tatsächlich finden wir bei Edith Stein Versuche derartiger Interpretation in der früheren Arbeiten, indem sie über die heilige Dreifaltigkeit schrieb und feststellte, dass so wie der Sohn vom Vater stammt und der Geist von beiden, so stammt die Frau vom Mann und von beiden stammt der Nachwuchs. Dies bildet für Edith Stein die tiefste Quelle der Würde der menschlichen Familie. Die Heilige betonte gemäß der Kirchenlehre den großen Wert der Ehe. Gott schuf alle Menschen und hat sie zur ewigen Glückseligkeit berufen, und die Geschlechterbeziehung wirkt bei der Erschaffung und Heiligung mit. Im Angesicht dessen muss diese Beziehung etwas Großes, Heiliges und Wesentliches im Bauen und Leben der Kirche bedeuten. Zur Vollständigkeit dieses Bildes sollte noch hinzugefügt werden, dass die heilige Karmelitin meinte, die Ehe sei keine Pflicht, da die Jungfernschaft etwas Höheres bedeutet. Das Abbild Gottes zu sein, laut Edith Stein, erfolge nicht nur durch die Ehe und Erzeugung des Nachwuchses. Natürlich wurden in Israel die gebärenden Frauen gesegnet. Im Psalm 113 wird als besonderer Ausdruck der Gottesgüte die unfruchtbare Frau zur Mutter. Die Mutter und Ehefrau genossen eine große Achtung in Israel. Ihre Aufgaben bestanden nicht nur im Gebären des Nachwuchses und in der Sorge um ihre körperliche Entwicklung, aber auch in der Erziehung in Gottesfurcht. Der Kampf mit dem Bösen war ihre große Berufung bis auf die Mutter des Sohnes, der den Tod und die Hölle besiegte. An der Schwelle der Testamenten steht neben dem neuen Adam auch die neue Eva als ausdrücklicher Beweis der ewigen Bedeutung und ewiger Werte der Geschlechterunterschiede. Maria wollte aber trotz der ganzen Tradition ihres Volkes die Ehe und Mutterschaft nicht für sich. Sie war entschieden, in einer Freiheit von der körperlichen Beziehung zu leben. Sie war dem Mann gehorsam, der ihr als Beschützer gestellt wurde, aber sie vereinte sich nicht körperlich mit ihm und die Erzeugung des Nachwuchses bildete nicht den Sinn ihrer Ehe. In Maria bekam die Menschheit das Abbild der jungfräulichen Reinheit. Sowohl Jesus als auch Maria
stammen dem menschlichen Geschlecht ab, aber sie sind von allen Bindungen frei, die eine Erfüllung des menschlichen Lebenssinnes nur von der Vereinigung mit einem Menschen abhängig machen. Bei ihnen tritt anstelle dieser Bindung die Vereinigung mit Gott, bei Christus durch die hypostatische Union und bei Maria durch die Hingabe des ganzen Daseins in Dienste Gottes. Und da kommt der dritte Punkt, die fundamentale Aufgaben der Eltern, aber die werden vielleicht noch später in verschiedenen Referaten wiederholt, und ich habe keine Zeit mehr, so sehe ich. Also als Schlussfolgerungen sage ich nur, dass in der gegenwärtigen Epoche sind wie nie zuvor die Ehe und die Familie bedroht. Johannes Paul II. Sprach von der Brutalisierung in den Medien, in denen die Erotikgewalt, Apologie der Scheidungen oder antisoziale Haltungen der Jugendlichen die grundsätzlichen Werte der Familie angreifen und einen Angriff auf das wahre Wohl des Menschen bedeuten. Auch innerhalb der Familie selbst kann man bestimmte determinante aggressive Haltungen bemerken, in Form der Familienspaltung, Alkoholprobleme, sehr stark in Polen, Arbeitslosigkeit, fehlende Konsequenz in der Erziehung und fehlende Zeit für die Kinder. All diese Probleme traten schon in den Lebenszeiten von Edith Stein auf, die jedoch das Glück hatte, in einer Groß- und Mehrkinderfamilie aufzuwachsen, die durch tiefe Verhältnisse verbunden war. Die Ehe bedeutete für sie eine unauflösliche Bindung zwischen einem Mann und einer Frau. In einer harmonischen Familie sah sie das Bedürfnis nach der Komplementarität sowohl der Geschlechter als auch der Generationen. Ich denke, ihre Vorstellung einer Ehe und Familie hat nichts an Aktualität verloren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben gesagt, in Edith Steins Verständnis ist der Frau anvertraut, gegen das Böse zu kämpfen. Können Sie da zwei oder drei Sätze dazu sagen, wie das zu verstehen ist und in Hinsicht, dass der Mann nicht gegen das Böse kämpfen soll, das hat das war ein Satz von ihrem Kommentar über das Buch Genesis zuerst, also Kampf mit dem Bösen, und später auch ein Bild, das bestimmt vor allem Maria betrifft. Sonst hat sie diese Reflexion über die Frau gemacht, dass, wir können darüber diskutieren, aber sie hat diese Intuition gehabt, dass besonders der Frau ist die Güte im Menschen, das Schöne und das Gute im Menschen anvertraut, und das einigermaßen mehr als vom Mann abhängig ist, ob die Welt diese Güte, man könnte sagen, diese Wärme, diese Güte, diese Schönheit behalten wird. Vielen Dank. Eine weitere Frage? Ja, bitte. Bedeutet, wenn Sie sagen, der Mann ist der Verstärkung des Einzelnen oder der Einzelnen, was ist gemeint damit? Die Frage ist von Harmonie, und der Mann
mit der Verstärkung von der Einzelnen. Das ist, dass der Mann eher sozusagen die Individualität repräsentiert und die Frau die Harmonie. Ich glaube, darauf, auf diese Aussage hat sich die Frage bezogen. Also ganz genau hat Edelstein gesagt, dass den Mann mehr seine eigenen Dinge interessieren, in dem Sinne, dass er weniger von Natur aus eingestellt ist, mit den Menschen zu tun zu haben, als mit den Dingen. So meinte Edelstein das, dass der Mann, also sie nimmt das einfach von diesem Bild von Genesis, dass Gott gibt den Menschen drei Aufgaben, eben Bild Gottes zu sein, die Erde zu beherrschen und Nachwuchs zu erzeugen und zu erziehen. Und die erste Aufgabe, die Welt zu beherrschen, werde dann in dem Sinne als die erste Aufgabe von Mann sein, und die Frau ist mit ihm sozusagen. Die Aufgabe, die Kinder zu erzeugen und zu erziehen, ist mehr die Aufgabe der Frau, und der Mann ist dabei, ist als Hilfe. Und auch die Aufgabe, Ebenbild Gottes zu sein, soll die Frau und der Mann auf verschiedene Weise erfüllen. Eben, wie ich schon gesagt habe, die Frau dadurch, dass sie mehr einheitlich sie entwickelt, und der Mann durch die einzelnen Kräfte, die er in Anspruch nimmt. In dem Sinne sagte Wittstein im Buch über die Frau, dass es ist einfacher, einem Mann seine Menschlichkeit zu verlieren, dadurch, dass er sich zum Beispiel in seine Arbeit sich so engagiert, dass er alles andere vergisst. Und im Fall von einer Frau wäre das ihrer Meinung nach schwieriger. Also sie kümmert sich durchschnittlich mehr um das Ganze. Vielen herzlichen Dank. Es wird sicherlich noch Gelegenheiten geben, während der Tagung diese Fragen zu diskutieren. Der Herr Rektor muss nur leider heute noch nach Krakau zurückfahren. Er wird also sich sehr bald verabschieden müssen, aber vielen Dank, dass Sie trotzdem den Weg nach Wien auf sich genommen haben. Dankeschön. Dankeschön.